Am Bahnhof stehen schon wieder Leute, die Liebe nicht verstehen, die sich küssend in Armen halten, um dann getrennte Wege zu gehen, die sich zerstören und zerfleischen, die nur der Kummer noch vereint, die sich langsam aber sicher entfremden, auch wenn alles noch ganz glücklich erscheint. Eines dieser Paare schaut mich mit großen Augen an. Bin der Messias, der Weise, der ihn das Liebesleben wieder richten kann. Und ich schrei sie an, nur so eine Fernbeziehung. Das ist doch was für Pussys. Das ist für Menschen, die Veränderung nicht überstehen. Das ist für Menschen, die sich an alte Zeiten klammern, um dann im nächsten Jahr Sehnsucht unterzugehen. Hast du das gehört? Fragt sie und schaut ihn dabei an. Vielleicht ist alles schon vorbei, wir hängen nur lose an uns dran. Sitzen morgen schon zusammen, erklären uns, wie es dazu kam, dass wir uns nicht mehr binden wollen, uns auseinander gelebt haben. Dabei vermisse ich dich doch ständig, wenn ich in Mainz vorm Fenster stehe und dann in Rhein ein Stückchen langlauf, bis ich dich im Wasser vor mir sehe. Und sie starrt in seine Augen, die Botschaft kommt nicht bei ihm an. Sie will es durchziehen, will es wissen, mit ihrem ganzen Mut zusammen. Und sie schreit ihn an, nur so eine Fernbeziehung. Das ist doch was für Pussys. Das ist für Menschen, die Veränderung nicht überstehen. Das ist für Menschen, die sich an alte Zeiten klammern, um dann im nächsten Jahr Sehnsucht unterzugehen. Und er weint. Und sie weint. Und er sagt, und sie sagt, und sie singen zusammen im Chor, und es lautstark hervor. Und sie schreien und sie weinen, weil sie es wirklich so meinen. Oh. Schatz, wir werden vor Sehnsucht untergehen. Wir werden vor Sehnsucht untergehen. Wir werden vor Sehnsucht untergehen.